Genau. Womit ich starten wollte, ist, mich erst nochmal zu bedanken für die Einladung, um unser kleines Seminar, das wir jetzt seit 2020 an der RWTH durchführen, einmal kurz vorzustellen, auch in der Entwicklung und was wir so als Erfolge oder auch nicht so große Erfolge dabei sehen. Vorher muss ich noch sagen, dass ich nicht alleine für dieses Seminar verantwortlich bin, sondern das habe ich mit meinem Kollegen Christoph Heckwolf entwickelt und 2 Jahre lang durchgeführt. Mal war ich stärker, mal weniger stark eingebunden. Und jetzt die Weiterentwicklung, die ich am Ende vorstellen werde, mache ich zurzeit mit Nadine Diefenbach bei uns am Lehrstuhl. Genau, und die wollte ich hier auf jeden Fall erwähnt haben. Also was ich heute vorstelle, ist so ein bisschen die Entwicklung eines studentischen Reallabors, das wir eingerichtet haben, schon zu Beginn eines großen Projekts. Ich sage auch ein bisschen was zum Projekt und nur um für den Kontext und gehe dann so ein bisschen durch unseren größten Erfolg und die Weiterentwicklung, die wir jetzt geplant haben und ziehe am Ende einige Konsequenzen oder Lernergebnisse aus dem Ganzen. Genau, ich fange an mit dem Anfängen, wo kommen wir überhaupt her? Dann würde ich eine sozusagen unsere größte Erfolgsstory so ein bisschen näher ausführen. Dann, was wir jetzt in der Folge ab dem Wintersemester geplant haben und Ende mit ein paar Reflexionen auch im Hinblick auf das, was hier vielleicht für die Hochschuldidaktik oder die Nachhaltigkeit in der Hochschuldidaktik interessant sein könnte an dem Beispiel. Auch mit Diskussionsfragen dann. Also zu den Anfängen. Vom Forschungskontext zum Studierendenlabor. Und ich hänge mich da so ein bisschen an, was wir eigentlich machen wollten. Also wir verwenden schon seit einiger Zeit in unserer Forschung Reallabore. Zuerst sozusagen im Rahmen von der Zusammenarbeit mit Kommunen vor allen Dingen und orientieren uns da natürlich an dem Vorschlag durch das Wuppertal-Institut, was man hier sozusagen auf der rechten Seite auch nochmal in einer Grafik kurz dargestellt sieht, wo man immer diese Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis hat und in den 3 Schritten von Co-Design, Co-Produktion und Co-Evaluation. Und wir versuchten das sozusagen in unterschiedlichen Forschungssettings auch zu übersetzen, zum Beispiel auch für technische Entwicklungen unter Beteiligung von Industriepartnern stärker in diese Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis hineinzugehen, auch andere Stakeholdergruppen mit einzubeziehen und dieses Format dadurch sozusagen zu erweitern und auch Anpassungsmodule sozusagen für andere Forschungssettings zu finden. Was wir jetzt gemacht haben oder was wir in einem großen Projekt, das ich gleich vorstelle, machen wollten, war, diese Reallabore auch in der Lehre stärker zu nutzen. Und zwar, um unsere Studierenden in so eine neue Rolle, die mit dieser transformativen Forschung für Sozialwissenschaftler verbunden ist, einzuüben. Das war sozusagen die Ausgangsidee, die wir hatten. Und damit auch sozusagen einen Ausgangspunkt zu haben, sodass wir auch Impulse für die Gesellschaft aus der Hochschule heraus durch unsere Studierenden setzen können. Beim Projekt konkret geht es jetzt um einen großen Innovationsraum, der vom BMBF gefördert wird. Der heißt Biotech Future. Das ist vorwiegend ein technisch orientierter Innovationsraum, in dem es um die Umstellung der textilen Wertschöpfungskette geht, und zwar von erdölbasierten Produkten auf biobasierte Produkte. Das ist aber mehr so der technische Hintergrund. Wir machen da drin die Begleitforschung. Aber die Ausgangspunkte hier sind schon, dass versucht wird, technische Innovation und gesellschaftlichen Wandel zusammenzudenken. Es geht sozusagen bei der Wertschöpfungskette auch um alle Varianten von technischen oder sozialen Innovationen. Also wie können wir andere Materialien nutzen, wie können wir andere Prozesse etablieren und wie können wir auch die Wahrnehmung von Konsumenten oder der Gesellschaft insgesamt auf die Sachen, die da passieren, eventuell verändern. Deswegen haben wir ein sehr großes Begleitforschungsinstrument, das sogenannte Transition Lab, wo unterschiedliche Lehrstühle an unterschiedlichen Universitäten daran beteiligt sind. Und wo es in erster Linie daran geht, sowohl die Innovatoren, die im Innovationsraum arbeiten, als auch Konsumenten und eventuell andere Stakeholdergruppen zu ermächtigen, mit diesen neuen Innovationen umzugehen und zu verstehen, was man damit sozusagen besser als bisher in der Textilindustrie machen kann. Und dann sozusagen dieser doppelte Fokus sowohl nach innen auf die eigenen technischen Entwickler als auch nach außen in die Gesellschaft hineinzuwirken.
mit dem Ziel, früh an Innovationen mitgestalten zu können. Und dafür wollten wir auch sozusagen oder wollen wir auch auf die Reallabor-Methodologie setzen, um gesellschaftliche Gruppen stärker in diesen Innovationsprozess zu involvieren. Und daraus entstand sozusagen dann auch die Idee für ein Studierendenreallabor, das wir gründen wollten. Den thematischen Rahmen haben wir aufgrund der Corona-Epidemie, die 2020 uns sozusagen ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, was die Einbindung vieler Stakeholdergruppen sozusagen gleich zu Anfang betraf. Da haben wir dann den thematischen Rahmen gleichzeitig etwas weiter und auch, weil die technischen Projekte noch nicht so weit waren, nicht so stark auf die tatsächlichen Innovationen, die in Biotech Future ausgeführt werden sollten, gerichtet, sondern erstmal auf einen Fokus gesetzt, der für die Studierenden, glaube ich, sehr viel einfacher war und in dem sie sich auch mehr Freiheiten sozusagen nehmen könnten. Der theoretische Rahmen war dann der Bereich nachhaltige Mode mit dem konkreten Ziel, dass sich das Studierendenreallabor dann auch wirklich selbst gegeben hat. Wie kann man nachhaltigen Modekonsum in Aachen fördern und mit wem muss man dafür zusammenarbeiten, interagieren? Die Ziele von dem Studierendenreallabor sind Interventionsideen für gesellschaftliche Zusammenarbeit und die Einbindung von Stakeholdergruppen zu entwickeln, dafür auch dann mit anderen gesellschaftlichen Gruppen in Austausch zu treten, auch die experimentellen Formate kennenzulernen und besonders wichtig, sich als Teil von diesen Veränderungsprozessen zu verstehen. Also der Sozialwissenschaftler neigt ja grundlegend eher dazu, sozusagen solche Veränderungsprozesse gerne zu beobachten und zu analysieren. Aber gerade mit diesem Seminar wollten wir auch den Punkt setzen, dass die Studierenden sich stark als Teil dieser Veränderungsprozesse hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie sehen sollten. Genau, die stärkste Barriere am Anfang war natürlich die Corona-Pandemie, die die Interaktionsformate stark eingeschränkt hat. Das ist aber im Laufe der Zeit Gott sei Dank sehr viel besser geworden. Die Struktur ist mit leichten Anpassungen jedes Mal relativ ähnlich. Wir haben einen Auftakt mit Input und Impulsen, die immer thematisch ein bisschen anders gelagert sind und die vor allen Dingen dazu dienen, erstmal Überblicke zu geben und Ideen bei den Studierenden anzuregen. Und dann während des Durchlaufseminars setzen wir eigentlich aus einer Mischung von Projektzeit, die tatsächlich den studierenden Gruppen sehr stark zur freien Verfügung auch steht, und intensive Beratung, wenn sie mit Fragen an uns herantreten. Unterbrochen wird sozusagen diese Projektbearbeitung denn durch Meilensteinsitzungen, von denen wir in der Regel drei durchführen. Wir hatten allerdings auch schon Seminare, in denen wir eine zusätzliche Meilensteinsitzung eingebaut haben, wo es vor allen Dingen darum geht, einmal den Projektfortschritt zu reflektieren und auch zu unterstützen und nochmal Feedback von den anderen Gruppen und uns als Seminarleitern einzuholen, was man vielleicht sozusagen noch an Schärfungen für das eigene Projekt machen kann oder wie man mit bestimmten Barrieren, auf die man stößt, umgehen kann. In der Regel sind die wichtigen Meilensteine erstmal die Projektskizze, also eine Ausarbeitung der Idee, der Intervention, die die Studierenden tatsächlich durchsetzen wollen. Der zweite Meilenstein, da geht es dann häufig direkt um den Umsetzungsplan, den die Studierenden ausgearbeitet haben. Der wird dann nochmal angepasst. Dann gibt es relativ viel Zeit, um die Projektidee tatsächlich umzusetzen. Und am Ende nochmal einen Meilenstein mit Projektergebnissen und Evaluation. Die Prüfungsform ist in der Regel ein gemeinsamer Projektbericht der Gruppen, der allerdings sowohl eine Reflexion des Impacts der Innovation und aber auch der eigenen Erfahrungen und was es mit den Studierenden sozusagen selbst als Einzelperson gemacht hat, umfasst. Genau, das sozusagen zum Kern. Dann komme ich jetzt noch ein bisschen zum Ausblick der Erfolgsstory. Das ist die Projektgruppe Nachhaltig angezogen, die wir tatsächlich im allerersten Seminar hat sich diese Projektgruppe schon gegründet. Und warum ist das so eine Erfolgsstory? Das ist eine Erfolgsstory, weil sie eigentlich relativ klein gestartet sind mit einer Art, die hatten die Idee, eine Art Infokanal für nachhaltigen Kleiderkonsum in Aachen zu machen, haben sich dann für Instagram als Plattform entschieden und damit eigentlich angefangen, Infos und Interviews zu Läden für nachhaltige Mode in Aachen auf diesem Instagram-Kanal zu posten. Dieser Kanal ist dann so gut angenommen worden, dass die Gruppe sich sozusagen durch das, was sie im Seminar erlebt haben und auch die positive Resonanz außerhalb des Seminars,
tatsächlich sozusagen in eine Initiative verwandelt haben, die diesen Kanal weiter auch nach Seminarende betreiben wollten und tatsächlich auch ihre Aktivitäten nach und nach immer weiter ausgeweitet haben, nachhaltig angezogen, organisiert jetzt Kleidertauschbörsen in Aachen, hat verschiedene andere Formate auch schon getestet, wie eine Sustainability Rally, die bezog sich dann wieder stärker auf die Läden, die es dazu in Aachen gibt. Aber wir machen jetzt mit der Unterstützung von uns und der Forschung auch Upcycling-Events, wo Nähmaschinen aus unserem Projekt genutzt werden können, wo auch Stoffe, die anfallen, bei Partnern im Projekt sozusagen genutzt werden können. Und was wir gemacht haben, weil wir so begeistert waren, ist, dass wir tatsächlich mehr oder weniger diese Initiative auch in Folgeseminaren immer wieder mit einzelnen Experimenten von Studierendengruppen adressieren oder zu unterstützen versuchen, mit neuem Content oder neuen Experimenten, um sozusagen da auch einen weitergehenden Support aus dem Seminar organisieren zu können. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Initiative jetzt vollständig selbstständig ist, sich vom Seminar abgekoppelt und verstetigt hat, aber wir natürlich weiterhin in Austausch sind und auch weiterhin nach Verknüpfungsmöglichkeiten suchen. Es ist deswegen so ein Erfolg, weil tatsächlich nachhaltig angezogen eine hohe Sichtbarkeit in der Stadt erreicht hat. Die Studierenden haben sich zum Beispiel mit dem Umweltdezernenten der Stadt getroffen, waren auch schon mehrfach in der Zeitung mit ihren Aktionen. Und wie ich auf der nächsten Seite zeigen kann, ist der Instagram-Kanal tatsächlich mittlerweile für eine Initiative, die im Umfeld einer Stadt mehr oder weniger tätig ist, tatsächlich auch relativ groß. Man sieht auf der rechten Seite, dass schon über 1500 Follower auf Instagram dafür sind. Und ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Wer möchte, kann sich das natürlich auch angucken. Es gibt alle Aktionen, werden da ständig gepostet. Und es gibt auch in den Älteren sozusagen einige der Support-Sachen zu sehen. Und warum ist das so ein Erfolg für uns? Weil das genau das ist, was wir eigentlich sozusagen auch mit dem Seminar erreichen wollten. Beim Reallabor geht es ja immer auch um Verstetigung der Experimente, die dabei herauskommen. Und wir würden gern sozusagen auch noch weitere, wir ermuntern auch dazu, noch weitere solche Initiativen zu gründen oder sozusagen an diese Initiative, die schon besteht, anzudocken, die aus dem Seminar kommen. Damit komme ich dann zur Weiterentwicklung, die wir jetzt sozusagen angedacht haben. Zur Unterstützung des Seminars haben wir ein bisschen Geld in die Hand genommen und das Mule gebaut. Was ist das Mule? Man konnte es eben auf dem Bild schon sehen. Das Mule ist ein Pop-up-Messestand, der mit einem Fahrrad auf einem Fahrradanhänger ist und mit einem Fahrrad transportiert werden kann. Und die Idee dahinter ist, dass wir diesen Messestand sozusagen ausgerüstet mit Nähbedarf, Nähmaschinen, Textilproben und Demonstratoren, aber auch Informationsmaterial, Quizzen und Umfragen nehmen können und dann sozusagen an alle möglichen Orte in der Bevölkerung von Aachen zu bringen. Also, dass wir nicht unbedingt Aktionen ausrichten müssen, sondern dass wir Aktionen, die zum Beispiel nachhaltig angezogen macht oder von Schulen geplant werden oder Nachhaltigkeitswochen an der Universität einfach nutzen können, um mit dem Jule dort unterwegs zu sein und damit einen zusätzlichen Raum für Erlebnisse und Erfahrungen zu schaffen, die Möglichkeiten sozusagen der Veränderung im Textilsektor verständlich und greifbar zu machen, durch auch dann zunehmend Demonstratoren, die aus dem Projektkontext von Biotech Future entstehen. Und was wir natürlich wollen, ist den Wiedererkennungswert von diesem Mule, dem Mobile Upcycling Lab Experience zu nutzen, um das Thema im städtischen Kontext auch dauerhaft sichtbar zu machen. Explizit wird das Mule jetzt ab dem Wintersemester dann in den Seminarkontext des Studierendenlabors eingebettet. Das dient uns natürlich dafür, eine ganze Reihe von weiteren Ideen für Nutzungsmöglichkeiten zu generieren, aber auch nochmal die Studierenden noch stärker zum Austausch mit der Stadtgesellschaft zu animieren und damit weitliegende, grundlegende Kompetenzen im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung bei den Studierenden, aber auch bei anderen Stakeholdergruppen in der Stadt zu erwerben, vor allen Dingen in Bezug Material Literacy, also woraus bestehen Textilien eigentlich, aber auch im Bereich, wie funktionieren eigentlich solche Realexperimente, Projektdesign und Umsetzung und auch die Reflexion von Ergebnissen, wie ich ja vorher schon vorgestellt habe. Wichtig ist für uns dabei, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, dass die Studierenden selbst die Erfahrung machen, etwas bewegen zu können und möglichst auch andere Gruppen damit einbinden können, diese Erfahrung zu machen. Was wir uns davon versprechen, ist, dass das Mule tatsächlich den Einstieg
in solche möglichen Experimente erleichtert und gleichzeitig einen Rahmen für die Studierenden setzt, wie sie das im städtischen Raum unterbringen und umsetzen können. Damit komme ich auch schon zum Schluss. Ich habe eine Reflexionsfolie, wo es so ein bisschen darum geht, was glauben wir eigentlich, was haben wir für Kompetenzen bei den Studierenden mit diesem wiederholenden Seminarkontext erreicht. Das ist vor allen Dingen eine integrierte Problemlösungskompetenz durch die Ausführung und das Design zielorientierter Innovationen im städtischen Kontext. Auch die naturnormative und strategische Kompetenz in Design und Evaluation, nämlich das sozusagen die eigene Intervention auch grundlegend und umfassend auszuwerten, was sie erreicht hat, gekoppelt mit der Selbstwahrnehmung und Reflexion der eigenen Rolle im Prozess. Und ja, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, für uns ist extrem wichtig, dass diese Selbstwirksamkeit bei den Studierenden als aktiver Part von einer Veränderung tatsächlich nachvollziehbar und erlebt wird. Kollaboration ist natürlich auch wichtig in der Gruppe und über die Gruppe hinaus, sodass auch hier sozusagen, glaube ich, sehr, sehr stark Kompetenzen bei den Studierenden geweckt werden. Was die Sustainable Development Goals angeht, sehen wir uns vor allen Dingen in den Bereichen 4, nämlich sozusagen neue Sachen in der Bildung tatsächlich auszuprobieren und da weiterzuentwickeln, aber natürlich auch sozusagen um Nachhaltigkeit im städtischen Kontext, die Sustainable Development Goals 11 und 12, zu fördern mit neuen Materialien und zirkulär wirtschaftlichen Ansätzen, die in der Textilindustrie zunehmend eine größere Rolle spielen und spielen sollen. Der Impact, den wir bisher hatten von den Analysen, ist tatsächlich vor allen Dingen die Sichtbarkeit und Reichweite des Themas in der Stadt erhöht zu haben, auch ein Angebot von Veranstaltungen zu haben, die unterschiedlichen Personengruppen helfen, Kleider länger im Umlauf zu halten und insgesamt mit dem Informationsmaterial, was wir auch zur Verfügung stellen können, das Verständnis, wir nennen das immer Material Literacy, aber überhaupt zu verstehen, was ist denn sozusagen involviert in die Produktion von Kleidung, welche Rohstoffe werden da eigentlich benötigt, wie lang ist die Lieferkette, was kann man überhaupt anders machen, an welcher Stelle. Das sind die wesentlichen Impact-Formen, die dieses Seminar hat. Genau. Abschließend noch ein paar Lernergebnisse. Ich denke, man kann mit diesen Studierenden Reallaboren eine Menge erreichen. Wir haben sie gesehen, dass Nachhaltigkeit vor allen Dingen auch im Textil- und Modesektor bei uns eine große Zugkraft bei den Studierenden hat. Die Studierenden können mit auch relativ kleinen Experimenten Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und Verbesserungen einführen. Wichtige Kompetenzen werden vermittelt und wir kriegen auch die Rückmeldung von den Studierenden, dass sie sozusagen das als eine ganz andere Art von Seminarkontext verstehen, in dem sie ganz, ganz neue Arten von Kompetenzen und Selbstwirksamkeit auch erleben. Und wir haben natürlich sozusagen ein bisschen auch den Anspruch, dass die Studierenden damit selbst zu Agenten des Wandels in der Gesellschaft werden. Wichtige Fragen sozusagen, denen wir noch nachgehen. Wir haben häufig mit Problemen zu tun, dass die Balance zwischen unterschiedlichen Stufen von Commitment natürlich zwischen den Studierenden sehr, sehr unterschiedlich und damit auch zwischen den Gruppen und in den Gruppen manchmal sehr unterschiedlich ist, wie man damit umgehen kann. Wichtig ist für uns auch, dass natürlich manche dieser Ideen auch scheitern, weil sie nicht funktionieren und wie man damit in einem Ausbildungskontext sinnvoll umgehen kann, weil das soll ja, wenn das Experiment gut geplant worden ist und trotzdem scheitert, nicht unbedingt dazu führen, dass man dann eine schlechte Note für das Seminar bekommt. Die Veränderungen, denke ich, sind an verschiedenen Stellen individuell und auch in der Stadt wahrnehmbar. Das funktioniert aus unserer Sicht mittlerweile sehr gut. Nach der richtigen Balance zwischen Führung und Freiheit suchen wir noch, weil die auch sehr gruppenabhängig ist und unterschiedlich sein kann. Vielleicht gibt es dazu auch noch Ideen, wie man das grundsätzlich besser einstellen kann. Ja, und dann freue ich mich auf die Diskussion, sage vielen Dank und für Rückfragen hier noch meine E-Mail-Adresse. Dankeschön.